Guten Abend zusammen, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Tibia. Und wir, ich bin momentan mit dem Xomo da hier, hallo. Hallo. Und wir wollen ja auf die Hauptinsel und dafür brauche ich noch ein bisschen Erfahrung. Und wenn es gerade nicht leckt, dann können wir raus. Ja, es geht ungefähr. Okay, ist nicht schlimm. Okay. Tut mir leid, also. Tibia mag Fraps nicht so, also da muss ich eben ein neues Aufnahmegerät kaufen, Programm kaufen. Wie viel das, XP fehlen dir noch? Steht leider nicht, also. Wenn du die Maus drüber hältst über ja, diesen Balken, dann man, wird's man dir kann angezeigt. Es nicht. Also es kommt nicht. Okay, muss Da wieder ein bisschen jetzt weiter gehen. Auf dem Balken. 5% steht einfach. 5% fehlen dir noch. Hm. Ach, nicht schon wieder so ein Giftvieh. Ah, die sind nervig. Schieß mal den Baum ja, ab. Ja, genau. So. Nehme ich mal einen anderen Baum noch. Mach du mal den tot, sonst. Ja. Ich glaube. Ja, ich will mal ein bisschen tanken. Ja, danke. So, jetzt Level 8. Mach du diesen komischen Vogel. Die KI ist so gut. Ah, ich sterbe, nein, ah. Ich hab volles Leben und der schreit, ah. Ja, das war, weil ich dir einen Heiltrank gegeben habe. Ah, ah, ah. Und dann macht er mal ah. Ah. Ein Fisch. Ich nehme einen Fisch. Weg. So, jetzt läuft's wieder stabil. Die Bären okay. Kann ich rausnehmen. So. Goldmünzen. Oh, jetzt. Komm jetzt hoch, ich hoch. Bin Level 8. Ja, wie viel, viel? Ach, bist du Level 8? Okay, perfekt. Ja, nach dem Baumwesen bin ich Level 8 geworden. Ah, dieses Loch ist mir. Ich wäre fast reingelaufen. Ich nehme noch kurz ein paar Pfeile mit. So. Ja, die brauchst du dann eh nicht mehr auf der Hauptinsel. Okay, dann leg ich's an. Ja, das brauchst du alles nicht mehr. Nur ein Backpack ist ganz praktisch, aber das hat man jetzt eh von Anfang an. Mit dem musst du jetzt reden. NPC, Vokation. Und dann Vocation, genau. Da musst du dann Paladin schreiben. Doors behind me, Paladin. Do you wish to join the ranks of the daring paladins? Ja, ja. Yes. Yes, und jetzt kannst du gleich in eine von diesen Türen rein. So bad it cost of your training gear and rise, noble paladin. Also jetzt kann ich wählen. In Tür ja, die Rüstung ist übrigens besser als deine aktuelle. Okay, kann ich die auch tragen jetzt kurz? Ja. Aber paladin bei mir ist der Bogen entfernt worden. Das ist Knight. Das Schild. Nehme ich mal mit. Und das ist Druid, ja, dann ist Paladin auf der ja, anderen Seite. Das Schild zeigt so. Ich weiß aber nicht, wo du dann auswählen musst, welche Hauptstadt du nimmst, weil ich das nicht mit dir sehe. Das musst du dann. Das machen. Ist der mit Bogen. Mit Bogen das ist also Bogen, na gut, dann geh da rein. Young Paladin, ja. Und jetzt kann ich die Kiste mit Rechtsklick oder was? Ja, Rechtsklick. Geht gerade nicht. Waken out ist too heavy. Ein Backpack. Achso, dann musst du halt irgendwas, dann musst du irgendwas wegwerfen. Also, ich werde mal die Schaufel weglegen. Okay. Den Fisch lasse ich, die Keulen sind nicht so gut. So. Die Rope. So, jetzt kannst jetzt du nochmal Rechtsklick drauf machen. Ah ja. Jetzt habe ich ein Backpack. Jetzt kann ich mich aus. Was ist da drin? Ja, mein Helm mit Armor 1 ist das Schlechte. Ja, ist das Schlechte. Kann nicht wegwerfen. Ja, ja, wenn schlechter ist, kannst du wegwerfen. Dann eine Cloak. Die Cloak ist für unten. Für oben. Okay. Ah ja, für zeig mal, wie die aussieht. Die ist so dunkelgrün. Kann ich die irgendwie runter? Ach, die Arm 7 ist das, die Rangers Cloak, ne? Armor 7 Rangers Cloak, ja. Ist das nicht die, die da liegt? Unter dem Helm? Ja, da hat er nur schon runter.
Der Armor 6 und 100 O's. Ja, die ist zu schwer. Die lege ich weg. Dann habe ich Rangelex Armor 4. Muss ich tragen, die habe ich noch nicht. Leather Boots, ein Armor, lege ich auch an. Okay. Bow Range 6. Ich werde jetzt wahrscheinlich den Speer nehmen, oder? Ja, nimm den Speer mit dem Bogen, das da, den brauchst du nicht. Aber Seil und Schaufel wirst du immer wieder brauchen. Du hast ja. Also hast du einen Magier? Ich, Dann du Druide, wenn du willst. ja, ich mach Druide oder Zauberer dann. Ja, wenn du Druide hast, wenn du Magier hast, dann nimmst du Druide, und wenn du einen Druide hast, nimmst du Magier. Also, keine Ahnung, was du jetzt willst. Also du kannst ja wählen, also ich sag ja Ja, nicht. ich überleg's mir dann eben noch. Ich warte ja dann auf der Hauptinsel auf dich. Ich habe eine Adventure Stone. Damit kann ich in die Abenteuergilde gehen. Also in einem Okay. City-Tempel kann ich den aktivieren und dann in ein Ding gehen. Die Pfeile lasse ich mal im Inventar, solange ich noch genug Ding. Und jetzt habe ich noch ein Parchment. Okay, ja, da steht irgendwie sowas drauf von der Adventure Skills, so ein komischer Text, aber Brave ich glaube, das braucht man Abenteuer. nicht. Die Abenteuergilde heißt dich willkommen als neuer Held im Land. Nimm den Abenteuerstein und geh in den Stadttempel und benutze ihn, für in die Gildeshalle zu kommen. Okay, anscheinend kommst du Okay. dann bei irgendeiner Gildeshalle raus. Und jetzt muss ich das rechts klicken. Oh nein. Was muss ich jetzt mit dem Zettel machen? Ich gehe jetzt einfach weiter so. Wenn Geht's ich da weiter? könnte. Also Nee. da ist. Du gehst nicht weiter, dann komme ich Ja wieder ab. gut, dann musst du wahrscheinlich Ah, Rechtsklick auf jetzt. diese. Kannst du Rechtsklick auf diesen Stein machen oder so? Oder auf deinen. Ah, ist das ein Gildes, also ein City Hall? Nö, Rechtsklick geht ja auch nicht. Ja, dann You musst du have chosen vielleicht. your vacation, you cannot back. Ja gut, Take dann more. komm hier wieder raus. Ich glaube, du musst doch zum Tempel, um das zu aktivieren, oder? Stand doch Ja, da. ich kann aber nicht, ich werde da. Ach, du kannst gar nicht raus. Ja, ich werde da festgehalten. Ja gut, dann musst du vermutlich Tja. entweder Rechtsklick auf die Rolle oder so machen. Ich kann da nichts anvisieren. Okay. Und dieser komische Stein da, dieses da, Ja, was da liegt, da. dieser Adventure Stone, wenn du da drauf You have klickst. chosen your vacation, you cannot go back. Also muss ich da noch irgendwas eingeben? Na, klick mal auf diesen grünen Stein da, der da so schimmert rechts. Das dann funktioniert. Nö. Ich werde immer wieder zurückgeportet. Hast du den im Inventar, den Stein? Vielleicht muss ich ihn verschieben und jetzt kann ich aus. Nö. Nee, den musst du, glaube ich, in dein Inventar tun, wenn du ihn noch nicht im Inventar hast Ich und habe da einen, klickst. ich habe den gleichen im Inventar Ach jetzt. Jetzt so. kann ich zwei im Inventar haben. Okay, wie soll das jetzt funktionieren? Frag ich mich ja. Die Das ist Kiste kann komisch. man die verschieben. Das Spiel hat ungelöste Rätsel. Ja, das weiß ja sogar ich nicht, weil ich die Anfängerinsel nicht kenne, aber kannst du Ah, mir jetzt kann sagen? ich raus. Jetzt bin ich draußen. Ich bin Okay, hinten. wie bist du rausgekommen? Ja, ich bin rechts von der Truhe. Links von der Truhe kannst du nicht durch, weil da ein Kübel ist. Rechts von der Okay. Truhe entlang. Ich werde jetzt mal mit dem Gold-Ding. Ah, ich habe das Gold gar nicht mehr. Okay, sogar. Okay, ja, jetzt weiß ich eh nicht mehr, wo du bist. Jetzt musst du Jetzt irgendwie bin ich nach beim Minotaur. Druiden obendran. Also ganz rechts. Im ganz rechten Raum obendran. Ich kann auch rüber zum Magier. Und jetzt habe ich da noch ein Zettel. Was ist das? Du siehst eine Note an der Wand. Ah, du siehst so ein Zettel an der Wand. Ja, ich Geld. 100 Goldcoins kann man in die Bank tun. Ah, jetzt kann ich links raus. Könnte ich. Ich weiß Ich lege jetzt nicht. wieder einen dieser Steine weg. Ich will nur einen. Ja, wo bist du? Ich sehe dich immer noch nicht, aber Ja, ich bin jetzt wahrscheinlich. oben raus. Ober dem Raum bin ich raus. Ach Und so. jetzt müsste ich nach links gehen. Rechts geht's nicht. Jetzt Ach ist so, hier da. ein Dock. Jetzt ist hier ein Dock. Ach, hier ein Schiffsdock, ne? Ja. Da musst du dann Venor sagen, wenn er dich nach der Stadt fragt. Musst du dem Hai Okay. schreiben und dann irgendwas mit Benoit. Well, I need Paladin. Want me bring you somewhere nice?
Zombie Nice, okay. Und du kannst jetzt wählen, aber wo kann ich wählen? Ja, schreiben, das musst du schreiben. Dann. Also wie. Schreib einfach mal Venor, der wird es schon kennen. Fenora. Kit Listen. Unswearing with a clear yes or no. You much further. Yes. Ich Ich wahrscheinlich habe hat es es auch gerade erkannt. geschrieben. Ja, wahrscheinlich hat es Ja, erkannt. dann schreib mal. Dann schreib mal yes. Aber es heißt Venore mit E. Ja, das ist schon Venore. Gut, got you want to take the mainland Gerlims Loot. Gerlims Loot, muss ich jetzt Gerlims oder Loot eingeben? Ja, nimmst Loot, was soll das sein? Ja, das geht aber nicht weiter. Ich verstehe die Frage nicht. Got you all want to take to the mainland Gerlims Loot. Okay, jetzt sagt er wieder etwas. Schreib einfach mal yes, vielleicht funktioniert's. Immer Yes. yes. Fenore. Cities Yes. too, if you wish to sail for. Yes. Yes. Oh, schön, jetzt bin ich auf einem Schiff. Ah, hier bin ich. Ah, Ciao. gut. Hallo. Hallo, das hier ist jetzt Benoit. Und ciao. Jetzt gehen wir hier runter. Und wenn man da reingeht, dann bist du jetzt an Venor sozusagen gebunden. Wer hier heilt dich auch immer, wenn man da High Heal sagt oder so, heal you for free, der kann einem später auch so Blesses geben, also so, dass man weniger XP verliert oder so, wenn man stirbt, das muss man aber kaufen. Also mit Gold halt. Aber hat mich nicht geheilt. Also er schreibt Ja, du Pilgrim hast ja Mage. volles Leben. Also bei Da mir musst du habe ich dann nicht wahrscheinlich volles Leben. Okay. High Heal, Pilgrimage. So, Sing of the Blessings, ja, Blessings muss man kaufen. Da ist ein Ring. Na gut, also hier lang. Okay, für was Fang jetzt ist der erstmal. Ring? Was? Expire 1 minute and 39 Ach seconds. so ein Ring, ja. Energy Ring. Ist Ah. nicht wichtig. Ich trage ihn einfach. So. Das hier sind NPCs und das ist lustig, wenn man dem High Fuck schreibt, dann Long macht er life mir the King. Schaden. Long life the King, ich greif dich an. Sag Ja, ihm. jetzt hat er mich angegriffen. Oh, Hier da runter, runter. ja, ist egal wo lang. Das hier ist das Depot, da kann man erstmal seine Sachen drin ablegen. Ah, Rechtsklick schön. drauf und dann Ja. Depot. Wie in den neuen Hier einfach auf ein freies MMORPGs. Teil links daneben. Ja, ich habe gerade nichts im Oder warte Beutel. mal, komm mal hier hin. Gehen wir auf das da drüben. Kann man tauschen oder was? Ja, da kann man sich jetzt das hinlegen sozusagen. Kann ich dir Depot, erstmal. also ich kann jetzt zum Beispiel den Fisch ins Depot legen. Ja, kannst alles, was du nicht tragen willst oder so, das kannst du dir auch mal nehmen. Your Inbox. Oh, schön, danke. Ist das eine bessere Währung oder was ist das? Das ist eine, davon sind 100 Platinum, ja. Gold. 100 Gold, okay. Und die kann man danach umwandeln, weil ich habe schon 100 Gold gehabt vorher. Ja, das kannst du dann umwandeln. Und das hier sind 10.000. Du siehst den Market. Deppen Ja, Chest. das ist Ah, so ein da ist jetzt der Spielermarkt, da kann Fisch man. drin. Ja, mit Rechtsklick kann man aufmachen. Das Aber da verstehe. musst du nicht den Markt reintun. Den Fisch musst du in Depot tun. Ja, hab ich ja. Okay, Es gut. ist im Tablet ein Markt, will ich, der nicht rennt. Ja, okay, dann, also Das hier ist ist erstmal der. das, dann komm mit. Hier. Hier unten. Einfach ganz runtergehen. Ich kann nicht. Ah, da reicht's oder was? Bin ich jetzt Ja, runter oder bin ich einfach. jetzt rauf? Ah, Einfach dort ganz unten runter, geht's warte. weiter. Okay. Ja, Jetzt, ganz ja. runter. Noch mehr runter. Ja, ganz runter, genau. So, jetzt. Und hier der Aasrack. Ich habe die Leiter gar nicht gesehen darum. Der Aasrack, der verkauft dir sozusagen Zauber, da kannst du dann High Spells sagen. Und der verkauft Knight und Paladin Spells, da kannst du dann Healing oder Support Spells und dann kannst du eben verschiedene Sachen von dem kaufen. Healing Spells Ja, und dann aber musst du wahrscheinlich halt den kostet Spell das Namen. viel. Ja, kostet halt ein bisschen Geld. Spells. Rune Space und Instant Space.
Instant Spells. Oh, Healing Spells. Der will zu viel wissen. Magic Patch, Light Healing, Intense Healing. Liegt. Ja, Light Healing ist der erste Heilzauber ab Level 9. Do you want the Spell Light and Healing for free? Mhm. Klar. Versuch erstmal alle for free zu kriegen. Ja, so yes. Spellbook. Und wo ist das Spellbook da? Nein, das ist Questlo. Wie das kann Spellbook, ich jetzt... hast du davon eins? Nö. Ja gut, dann musst du die, kannst du dir entweder eins kaufen oder du schaust die Zauber auf der Homepage nach. Wahrscheinlich bei Marke. Ist das ein Spellbook da? Was? Nein, das ist keins, oder? Das ist ein Spellbook. Showtext, nee. Read to Falling, Offline Training. Nee, das ist für Offline Training. Da können Premium-Spieler Offline Training ausloggen. Da geht das geht ein bisschen hoch. Für die Faulen. Ja. Ach, gut, dann komm, gehen wir wieder hoch. Das ist nicht hoch. Rechtsklick. Ja, geht nicht. Jetzt. Ich musste wieder zurückgehen. So, jetzt. Blöd, jetzt leid. Ja, wenn ich davor bin und Rechtsklick mache, dann meint er wahrscheinlich, wie den Charakter anvisieren oder so. Okay, also das ist das, wie gesagt. Hier kann man Pakete verschicken, brauchst du aber jetzt eigentlich nicht. Dann hier sind wieder andere Spieler. Ja. Dann da siehst du ja so ein Zeichen, da geht es zum Hafen wieder hoch. Ja. Hier geht's zu den Tränken. Zeige ich dir jetzt mal, weil der auch wichtig ist. Da muss man gut, immer Tränke. Dass es Schilder hier gibt. Im Tutorial gibt's keine Schilder. Nee, es, du kannst auch mit so einem NPC beim Schiff reden, dann werden dir auf der ganzen Stadtkarte so kleine Symbole angezeigt, wie Mana Shop und so, dann findest du es noch leichter. Hier, ist recht groß, ja. Der Franz, der verkauft Tränke. Und der Zauber verkauft er nur an Zauberer. Ja, das ist Zauberer beim Tutorial. Ja. Ja, und das hier ist auch für andere. Oder verkauft der hier die Tränke? Das sind Tränke. Nee, ich glaub, also hinten sind der hier Tränke. Verkauft noch andere Tränke, halt größere. Und die anderen, die Skelette und das Zombies. Das sind die Zauber-NPCs für die Druiden und Zauberer. Aha, da haben Zerstörung und Natur. Ja. Und da okay, ist dann gehen wir nochmal hoch zum Schiff. Jo. Ja. So, das hier sind immer so Spielerhäuser, da haben viele ziemlich. Da hat einer ein farbiges Schild. Ja. Aber das finde ich auch cool, dass man so ein bisschen zeigen kann, was man hat und so. Okay. Hier kannst du irgendwie so. Und da kann man einen Rechtsklick machen, kann man es besuchen natürlich. Ja, nee, man kann theoretisch reinlaufen, wenn man eingeladen ist. Hier gibt es so, ja, klar. Deko und so Zeugs zu kaufen fürs Haus. Ja. Ist jetzt nicht so wichtig, deswegen. Not for sale, do not touch, stand da. Ja, die Hauptstadt, also die hier, Venor, wurde auch überarbeitet. Das sah vorher auch anders aus. Jetzt haben sie hier Dächer und alles überarbeitet. Ach, da genau, dieser Preisschau. Da geht's dann zur Bank. Wenn du da mal drauf Look machst, dann siehst du auch, wo, was da alles ist, wenn du anschaust. So wie Item-Sets vergleichen. Du siehst einen Steinwall. Nein, du musst auf das Schild. Ja, jetzt, you see a sign, you read House of Wealth Bank. Ihr wisst, Depot. Also das müsst ihr jetzt alles, irgendwie das weit das rechts sein, nicht das Haus, muss irgendwie rechts sein. Ja, das ist dann weiter rechts, da ist noch eine andere Bank. Bank ist das wie bei der Anfängerinsel, wo du einzahlen konntest und mitnehmen sozusagen. Der Vorteil davon ist, dass du es in jeder Stadt abheben kannst und das Depot ist immer nur lokal. Hier kannst du mit der reden, hi. Und dann kannst du so Information oder Map oder so schreiben und dann werden dir auf der ganzen Stadt hier so Symbole angezeigt. Das ist ganz praktisch für dich vielleicht. Ja. Kannst du mal machen. Hi. Map. Was soll ich eingeben? Tempel mal. Map. Einfach nur Map, das reicht. Ja, yes. Hier habe ich Map und jetzt fragt sie, ob Warenhäuser, Tempel, Depot auf ihrem Map. Ach so. Ja, das ist nur, wenn du fragst, glaube ich. Also du musst, bei Map musste ich nur Yes schreiben. Yes. Map. Yes. Here you go.
Okay, jetzt kann ich die Map mal ein bisschen größer machen. Ah, jetzt sieht man, ja, jetzt sieht man Jetzt hier siehst du so Symbolen. Symbole, ne? Und wenn du da so die Maus über die Symbole hältst, dann siehst du auch, was Okay, das nicht ist. runter. Die Figur ist selber ständig runtergegangen, als ich die Map angeklickt habe. Ja, mit den Schiffen kann man zwischen den Städten reisen, aber nur als Premium. Ja. Aber Und man kann ja zu den anderen Städten als ja, man Nicht-Player. kann, also zu denen auf dem Festland kann man hinlaufen Ja. und zu manchen kann auch nur Premium-Spieler hin. Okay, ja, Okay, ist dann klar. warte mal, gehen wir hier, ja. Ja, das Premium muss halt auch irgendwelche Ja, Vorteile ja. haben. Vor allem mehr bei Aber einem alten Spiel, aber eben, du ja, das siehst ja Spiel trotzdem, ist wie halt nicht belebt es hier free noch to ist. play. Man kann nicht Eben. sagen, es ist free to play, es ist free to demo oder so. Aber es ist ja nicht komplett, oder? Wenn jetzt so Es ein ist nicht Spiel komplett gibt, free, wobei du auf der ja. Hauptinsel schon locker bis Level 200 oder 100 auch alleine leveln könntest. Es gibt halt nur mehr, die Ja. Spawns sind halt besetzter auf der Anfänger, auf der Free-Insel natürlich. Und du Aber kannst die ich alle werde ja eben erst jetzt bis Level 100. erstmal free zu spielen Ja, und ja, hier schauen, wie kannst du es so ganzes Zeug, da ankommt. siehst du eigentlich, was die alles verkaufen hier. Ja. Da kriegst du Schaufel Ein und alles. Fußball, Da kriegst du einen Fußball. den Das funktioniert auch, wenn man, der liegt dann am Boden und wenn man dagegen will läuft, dann bewegt er sich, glaube ich. So Ah, war das. gut. Da unten war nichts mehr. Runter, okay. Wo bist du jetzt hin? Oben Ah, auch du nichts. hast Ja, ihn. ich habe nur oben geschaut, da Ja. war aber auch nichts Wichtiges. Weil bei mir geht es nicht so schnell wie bei dir wahrscheinlich, wegen Frapp. Ja. Ja. Ja, aber Tibia ist eigentlich schon Ja, also es ist free in dem eben. Sinn fürs Festland, aber es ist nicht so free to play, weil es ja, weil Premium haben ja auch Zauber einfach, die free nicht haben. Also Ja, das ist ja also es eigentlich ist auch ein halt Vorteil. eigentlich wie RuneScape, wo man halt auch Ja. Premium hat. Weil Und hier RuneScape siehst du habe jetzt ich auch diese letztes Jahr Waffenladen, der Let's ist hier Played wichtig für dich. und dann habe ich leider schon recht früh aufhören müssen, weil es auch nicht so komplett flüssig lief. Ja, genau. Also Und hier kannst du Rüstungen kaufen Rüstung, und genau. so. Hier kriegst du deine Speere her. Ja. Musst jetzt aber keine kaufen. Ich gebe dir gleich welche und dann zeige ich dir mal, wo du jagen kannst. Hier, der, wenn du später bei einem anderen Spawn jagst, den ich dir irgendwann mal zeige, wenn du Level 15 bist oder so, dann kannst du hier ziemlich gut Hellebarden verkaufen. Wenn du mal auf Sale gehst, dann siehst du mal, wie viel die hier geben. Also Hellebarden, wie viel Hi. kann man die hier noch verkaufen? Hellbert? Sell. Ah. Verkaufen keine Hellebarden mehr? Oder war das Genau, einfach Tibia? Trade. Trade, Sell, Hellebarden. Vielleicht, Trade, Sell. hier ist ein Ne, Battleship hier für gibt's die 500 Hellebarden. sogar. Hier gibt's die Hellebarden bei der und da verkaufst du eine für 400 Gold. Und bei den Zyklopen, die ich dir dann irgendwann mal zeige, wenn du Level 15 bist, da findest du dann manchmal einfach welche rumliegen und kann man mitnehmen und kriegst 400 Gold für eine. Also, Halbert. Halbert, genau. Aber auch andere Sachen kann man da ganz gut verkaufen. 1000 Ja. Firesword, aber die sind wahrscheinlich sehr selten. Ja. Ja, bei Okay. den Treuen, wo ich dich jetzt hinführe, da kannst du eigentlich nicht wirklich was finden, was du verkaufen kannst, weil es sind einfach nur Trolle, die Die sind droppen zu Geld. leveln und dann kann man ja Ja, später genau, dann irgendwo ans. die droppen Geld, die droppen Fleisch zum Ja. Essen und die droppen Speere, was gut für dich ist, weil du dann eigentlich nicht Ja. so viel mitnehmen musst und auch nicht so viel Und die Ausgaben kann hast man mit eben. Level 8 ja easy besiegen. Ja, die Trolle gehen easy. Gibt es noch Troll Champions und es hat drei Floors oder so und da huntet fast nie jemand. Da habe ich mich mit meinem Knight, mit dem hier bis Level 15 oder so hochgespielt, weil ich habe ja das Problem, ich kann die Zyklopen noch nicht bekämpfen, die du in Level 10 oder 15 bekämpfen könntest, weil du kannst einfach wegrennen und schießen. Ich muss Runter. hier tanken. Ja. Geh mal darüber. Auf die. Ja. Da. Was wollte ich dir jetzt geben? Ach so, wo haben wir es denn? Ah ja, Heiltränke, genau. Musst nicht alle mitnehmen, aber kannst mal in dein Depot tun. Und ein paar mitnehmen. Jetzt mal reintun und dann werde ich die in den Oh, ich bin Depot legen. unvorbildlich, ich habe nicht Wie mal eine kann man Schaufel. aufstecken? Halbieren. Einfach in dein Inventar ziehen und dann auswählen, wie viele du ziehen willst. Das fragt er ja dann. Das mache ich mal 10 rein. Genau, jetzt habe ich noch 20. Ja, das sollte reichen. Also am Anfang braucht man ja eigentlich am meisten Heiltränke, wenn überhaupt. Ja. Okay. Ja, das waren eigentlich die wichtigsten Sachen hier in Venor.
Hier oben, da lade ich dich mal schnell auf ein Bier ein, das ist auch ganz lustig. Daumen, okay. Der Buser hier. Hallo, jetzt Hallo. geht's wieder nicht. Jetzt geht's. Ja, es ist ein bisschen verzögert. Hi, da kannst du dann hier traden mit dem. Und dann kannst du mal Mug of Beer kaufen. Kauf mal für dich einen mit. Ah, du bist schon reingegangen. Und jetzt stelle ich den mal da vor dich hin und da. Und jetzt Hard einfach Rock Rechtsklick Racing auf den. Track. Jetzt einfach Rechtsklick auf den Krug und Linksklick auf dich. Also den, der vor dir steht. Und Ah. jetzt lauf mal rum. Dann bist du so ein bisschen beschwipst. Ich laufe einfach rückwärts. Okay. Ja, es hat schon so ein Biersimulation. bisschen, hat schon so ein bisschen Charme, das Spiel. Das ist schon. Ja, Biersimulation 2000 und oder Ja. 1997. Ja. Okay, dann zeige ich jetzt Whoops. mal noch den Hunting-Spot. Oh Da Mann. brauchst du auf jeden Fall immer eine Schaufel und ein Seil dabei. Ja, wo ich die nicht habe. Ein Ja, muss ich wahrscheinlich also hochgehen oder kaufen gehen. Seil, hast du kein Seil und Schaufel? Nein, ich habe ja alles verloren, Ach also so, ist hier. Ja, rausgenommen. das gab's ja hier. So, Brauch auch noch eine ja, ich Schaufel. hick's immer noch herum. Ach, warte mal, Speere muss man ja für dich noch mitnehmen, genau. Die wollte ich dir auch geben. Hey. Schaufel. Trade. Hast du Geld für eine Schaufel? Ich habe 63 und sonst noch eben diese Platten. Okay. Schaufel, Schaufel. Wo ist Schaufel? Ja. Da ist Schaufel. Okay. Und jetzt funktionieren die Händler auch mal, ne? Und Rope ist es, ja, Rope. Ja. Gut. Schau, jetzt Wieso funktionieren die muss man Händler das mal, eigentlich ne? immer aufmachen? Das machen. Was aufmachen? Ja, diese Packs da, die Ach man so, ja, bekommt. Rechtsklick einfach immer drauf Ja, machen. schon. Du machst Ja, immer ich nehme Doppelklick raus. drauf, habe ich in den Videos gesehen. Das ist doch nicht. Musst Rechtsklick drauf Ah. machen. Ja, aber ich bekomme nur auf, oder muss ich da drauf drücken? Du musst Rechtsklick auf dein Backpack machen, einfach nur einmal Ja, ich Rechtsklick. mache. Kann das auch so machen? Ja, so jetzt. Und jetzt sind sie leer, aber in meinem Backpack drin. Schmeiße ich sie weg. So. Dann der Müll, also das ist wirklich ein Müllproblemspiel. Was liegt da denn rum? Shopping Bag. XX. Was sind das für Shopping Bag? Hast du da gerade was liegen lassen? Nee. Es gibt Einkaufstüten. Das sind einfach ganz Okay, normale, dann lauf mal nochmal hoch. die man Nochmal hoch, bekommt weil ich jetzt. muss dir nochmal Speere geben. Immerhin ist das Hicks weg. Immerhin ist das X weg. So. XX. Wo sind XX, denn die hurra. Speere? Ach, die Speere habe ich in der anderen Stadt. Na gut, dann kaufen wir dir welche. Okay. Ja, in die andere Stadt fahren würde auch nur wieder Kosten da. Wie viel Defense hat dein Shield? Dein Schild? Ich habe noch kein Shade, also das Shade Na könnte ich ja gut, dann nicht nehmen wir mitnehmen. das. Hat 21. Juhu. Und wie viel Defense hat deine Rüstung? 7. Na, kannst du mal die noch nehmen? Hallo? Ich pack die da um. Okay, nehme ich's halt nicht mit. Ich muss kurz etwas lagern. Okay. Was lag ich die Platinmünzen mal? So. Ich bin noch zu schwach. Jetzt. Gut, jetzt Okay, nehme ich mal dieses Ding rein. wie schwer wiegt ein Speer bei dir? Wie viel Speer? 20 OS. Okay, weil du solltest immer genug OS haben, ungefähr genug Capacity, dass du ungefähr 6, 7 Speere mitnehmen kannst. Ja, aber ich brauche hier eine Schaufel, ein Seil, Heiltränke. Ja, wie viel hast du denn jetzt, wie viel OS? Wie fährst du noch frei? Wie viel Capacity? Cap 91 steht hier. Das heißt, du kannst ungefähr 4 Speere nehmen, ne? Ja, bis 80 und dann hätte ich 100. Also mit Level steigt ja diese Cap. Ja, die steigt dann. Ja. Na gut, dann Und dann versuchen wir es mache ich erstmal den so. mehr mit, also
Ja, Ich kann wahrscheinlich dir jetzt muss auch ich halt mal, ich kann öfters jetzt noch mal jetzt welche zurück. fragen. Ja, wahrscheinlich muss ich einfach öfters zurück wieder. Ja, klar, man muss dann auch mal zurück, aber du findest dort relativ gut Speere immerhin. Jetzt ist die Frage, Diese zauberst du komischen schon dabei, Sachen. oder? Zauber, hast du Zauber, ich Heilzauber, weiß hast jetzt du nicht, wie ich mitgenommen? den Zauber auslöse. Ja, Zauber musst du ja nur in die Hotkeys und dann den Zauberspruch Ja, aber ich habe ja reinschreiben. kein Zauberbuch, deshalb. Ach so, ja gut, da kannst du auf der Website nachschauen oder willst du ein Zauberbuch kaufen, dann kaufe ich dir noch eins. Ja, was besser das? Kaufen wahrscheinlich. Kaufen, ja. Okay, Danke. warte mal, Speere gibt's hier. Nein, da, ich bin dumm. Warte mal, da verwendet man doch gleich das Geld, das hier auch noch mit rumliegt. Speer. Nehmen wir noch 8 Speere mit. Da war jemand, der Alkoholiker und hat Tränke im Boden geworfen. Okay. Ja, dann lauf doch mal zum Zauberladen, dann weiß ich gleich mal, dass du den Weg findest. Okay, Zauberland, muss ich kurz schauen. Ja, toll. Wenn sie, ja, Ja, ey, schau mal, schau mal, schau mal, hier geht's doch ja. zur Bank. Da, bei der Bank war der doch in der Nähe. Können wir da hochlaufen. Ja, Jetzt siehst sehe du, ich wenn so sich die besser Map die da so Bank, langsam sehe ich. umfüllt, die Minimap, dann. Also wenn das Oro, das Gelbe dort die Bank ist, Ja. dann muss das in der, ja, ich habe halt noch nicht alles erkundet. Da muss Dieser Stern das Orange, auf deiner Karte, das ist der Zauberladen. ja, der Stern, der orange Stern, ja. Genau, der Orange. Okay, da muss ich jetzt rechts, nicht hier rein. It's a trap. It's a trap, it's a. Schau mal, wie schnell der ist. Das pro Level wird Ja. man ja auch schneller. Der ist richtig hoch, also Ja, denke ich jetzt ja. mal. Und das kannst du dir dann denken beim PvP, wenn du dauernd denkst und so ein schneller an dir vorbeirennt, du weißt nie, ob du sicher zurück in die Stadt kommst oder ob dich einfach Oh irgendjemand ja. tötet, nachdem du mit deinen Items heimkommst. Und das ist dann nochmal so eine Spannung, ne? So und Der verkauft ein Spellbook. Schau, da liegt auch schon eins. Das also solltest du aber hi. nicht immer mitnehmen, das kannst du trade und dann Spellbook. Aber das kannst du What im is your Depot lassen. need? Das kannst du im Depot lassen und dann einfach dir die Zauber immer eintragen, wenn du mal wieder im Depot bist. Einfach als Hotkey eintragen, die Zauber. Jetzt muss ich schauen, wo das Magic oder. Das ist weiter unten, einfach trade und dann Spellbook. Ah, da. 150 Gold. So viel kann ich jetzt gerade nicht tragen. Warte, dann kaufe ich es dir schnell. Shit. NPC reagiert nicht. Wucherpreise. Trade. Wucherpreise. Wucherpreise, ja. Ey, du machst dann gleich ganz viel Geld eigentlich. Ist es Ja, beim ich habe schon auf Spellbook? der Hauptinsel gesehen, dass ich echt viel Gold. Ich habe ja viele auf der Bank noch. Ja. Ja, und halt immer, wenn du mal in die Stadt kommst, wieder einfach bei diesem Aasrack schauen, ob du neue Zauber kriegst oder so. Lass mich mal. Lauf, der King. Ja, hier runter oder da lang, ist egal. So. Jetzt da kannst du es nochmal nehmen. Wie viel kostet Und das? tust 18, einfach. 18, ist also Trag. Ja, aber lass es einfach in deinem Depot drin und mach Rechtsklick drauf und schreib dir die Okay, Zauber dann einfach in muss die ich aber Hotkeys. das rausnehmen. Den Klo kann ich ja verkaufen jetzt. Und was? Ah, ich habe ja noch mehr. Stimmt, habe ich ja noch mehr. Man sieht es Ja. nicht. Also jetzt kann ich rechtsklicken und dann kann ich etwas mitnehmen. Magic Patch, Light Healing. Ja, Light Healing, das muss, merkt ihr halt einfach mal, das kannst du kopieren und dann kannst du es in die Hotkey einfügen. Kopier dieses Exura, heißt es. Das ist immer der Zauber, der da steht. Den Zauberspruch musst du dir merken. Exura. Und Exura kopieren. dann tue ich das rein. Und wie In kopieren? Hotkeys. Ja, aber in den Trade muss ich es dann eingeben, oder wie? Nein, nein, du musst jetzt auf Hotkeys gehen. Hotkeys. Und jetzt einfach eine freie F-Taste, wo du es drauf haben willst, und da schreibst du dann Exura rein. Sag mir kurz, wie man Hotkeys wieder aufmacht. Optionen, Hotkeys. Ja, also eben Optionen. Hotkeys. Ah, da. F5.
F5 und dann schreibst du Exura rein und Da ist Send Automatically. F3 Exura N4, kann ich das einsetzen? Das kannst du wegmachen, Exura. Das, mach einfach das In4 Ja. weg und dann passt das. Gut. Und dann mach Send Weil Automatically noch an und F3. okay. Und jetzt nochmals kurz rein. Hotkeys. Send. Automatically anmachen, damit das dann auch sofort macht. Das ist dann, das bleibt dann. Okay. Okay, gut, dann zeige ich dir jetzt noch den Huntingplatz Jo. und dann muss ich nämlich auch bald wieder gehen, deswegen. Ja. So, aber dann weißt du immer mal, wo du jagen kannst, so bis Level 15 oder so, und dann kann ich dir einen neuen Platz zeigen. Je nachdem, ob du dann entweder weiter bei Trollen bleiben willst oder ob du eben mal versuchen willst, stärkere zu handeln, dann musst du halt dann auch wirklich weglaufen, dass die dich nicht hitten. Weil wenn die dich erwischen, zocken die dir so 90 bis 120 Leben pro Hit. Die Zyklopen dann, also die Trolle jetzt nicht, aber Zyklopen dann. Aber die geben eben gut XP und die kann man gut kiten, wenn man nicht zu tief in den Spawn reingeht. Also muss man halt aufpassen, dass man nicht zu tief reingeht in den Spawn. Da kommen Ja, dann ich auch werde noch. ja dann ein bisschen interessantes zeigen, nur ist eben das gleiche, oder? Ja, du kannst ja Deswegen. auch was erkunden, musst halt aufpassen, dass du immer nicht zu tief reingehst oder so. Oh, jetzt Und habe ich das einfach Buch nicht reingetan, vorantasten. aber es ist sogar Was hast du nicht das rein? Baybook nicht reingetan. Ja, das brauchst du jetzt nicht. Das sollst du ja Ja, eh da ich wollte es lassen. ja reintun, Ach aber ich so, habe so ja, meinst du es ich ja. bin gerade mitgegangen mit dem. Deswegen. Nein, ich werde es dann wieder reintun. Ich muss sowieso den Weg Ja. dann noch auswendig Ja, gut, lernen. dass du die Minimap dann hast, Genau. da ist es dann gespeichert. Ja, und die Minimap ist ja auch nicht aufgedeckt. Also wenn ich jetzt würde aufdecken, dann würde ich den Weg Ja. schwer finden. Das sind Mit dem Osterei, oder Zauber was hier sind kann ich. das? Gut, an die Uhr. Blumen. Okay. Damit kann ich schneller laufen, aber man merkt eigentlich kaum. Ah, doch, bitte. Ich habe keinen Mana-Trank dabei, sehe ich, aber ist auch egal. Ich bin Ding, bin Sieger. Das hat man früher verwendet, dieses Utanihur, um schneller zu laufen. Wenn zum Beispiel ein hoher Spieler an dir vorbeigelaufen ist, sodass er denkt, dass du auch einigermaßen hoch bist und dass er dich nicht Ja. angreift. Ah, ja. Das ist eigentlich auch gute Taktik. Ja, ist ja auch bei anderen Spielen so gewesen. Zum Beispiel bei Madden 2 habe ich immer Krieger genommen, dass ich schneller war als die anderen. Ja. Da nicht hoch, da ist nur das hier, nein, hier kann man schon hoch, da war nichts. Aber hier daneben ist so ein Beveri oder so, die ist richtig stark da oben. Und da geht's dann auch zu den Zyklopen. Aber jetzt Okay. erstmal zu den Trollen. Die sind ein bisschen weit weg, deswegen. Die Rüstung habe ich auch nicht an. Gut. Hast keine Rüstung an? Weiß nicht. Konnte es wahrscheinlich nicht tragen und hab's dann im Lager gelassen. Rüstung brauchst du aber schon. Ja. muss man die nochmal holen. Ja, also nein, sonst mache ich das einfach das nächste Mal. Okay, Zeigen dann wir jetzt zeige ich dir kurz den die Spawn. Höhle. Einfach nur zeigen. Dann gehe ich Ja, ich halt kann dir kurz einen Troll blocken, also dann du siehst es genau. außerhalb des Videos dann kurz in die Stadt, hol Ja. sie, tu das Baitbook rein und geh dann wieder da hier hin und nehme dann dort Okay. wieder auf. Und, ja, dann ist ja wieder eine Okay. Aufnahme. Weil das Video ist wahrscheinlich schon ein bisschen länger, also ich werde es ho ganz Ja. hochladen. Okay, jetzt gehen wir wieder Ich hoch. glaube, hier musste man langsam hoch. Hier ist ein Du weißt. Zelt, sieht wie ein Ork-Zelt aus. Ja, da kommt dann noch eine Wüste und so. Ah, da links. Bisschen weiter hier lang laufen, weil da rechts sind Was ist so das? Was Fliegen. ist Gift oder was ist das gewesen? Was? Ach, Ja, da war das ein Monster. grüne. Nein, das Ja, genau, das grüne ist. Blubberzeug da. Da rechts oben. Die Spinne macht nichts. Aber ja, das ist spawnt hier so. Wie kommst du da durch? Ich komme gar nicht durch. Einfach schräg laufen, einfach linksklick Ja, damit, wo die Nummer ist. ich kann nicht schräg laufen. Nein, Ah, das kannst du mit den Nummerntasten 7 und 9 auf der Numpad. Kannst 7, 9, 1 und 3 kannst du so schräg. Mal kurz. Mach Nö, mal. geht bei mir nicht. Ja, mach mal Numpad aus. Jetzt ja. Okay, muss Numbek aus haben. So. Das Spiel steckt voller Überraschungen. Es ist Wahnsinn, es ist wirklich rätselhafter als eines der neuen Superspiele wie GTA 5 oder so, weil ich wahrscheinlich Ja. schneller schon. Ich hoffe, ich kann es noch rechtzeitig kaufen, weil man bekommt recht eine Stange Geld über. Ja. Und dann Let's Play ist dann ein bisschen Ja, und süchtig. hier geht's schon los mit den ja, Schlangen und dann kommen. Die vergiften einen nur immer, das ist ein bisschen blöd. Da kannst du eventuell versuchen, dass die dich nicht erwischen. Und hier ist dann der Troll-Spawn und dann ist da vorne
zeige ich dir gleich noch so ein Loch. Ja, kannst du die mal abschießen? Ja, der haut ab. Okay. Ja, geh ein bisschen weiter weg, nicht, dass die auf dich gehen. So, ja. Ne, muss ich schon noch treffen können. Ja, dann jetzt. Komm. Ich schlag den wegen dem Ding da vorne nicht. Aber schau, deine Speere treffen jetzt auch öfter. Und die Ja. laufen dann weg, wenn sie Low Health sind. Da musst du dann hinterher. Die Gegner sind leichter als in der Ja, Tutorials. natürlich. Darfst sie nur Eine nicht an mich Handaxt, ranlassen, 10 wenn du hier. Schau, Gold. und hier liegt auch schon Sperrum. Die Troll Champions hier sind ein bisschen Also die stärker. spawnen einfach so oder die Monster spawnen die? Ich Na, so. sehe immer wieder Items, die einfach spawnen. Ich kann Ja. nicht angreifen, jetzt kann ich wieder angreifen. Das ist ein bisschen laggy. Der hört Xanapox ist mich. Entgiftung, aber das musst du dir auch erst kaufen, ist aber auch erst ab Level 10. Ja, dann triff doch du neben jetzt. Na schau, jetzt machst du auch schon gut Damage. Und leveln tue ich wahrscheinlich auch viel Status. Ja, geht's. Also mal den Troll Champion angreifen. Wow. Da siehst du, wie viel Damage du eigentlich machst. Jetzt. Eigentlich könnte man jetzt auch schon die Zyklopen jagen, nur ich will, dass du noch ein bisschen mehr Leben kriegst und so, bevor du es machst. Ja, lieber ein bisschen langsamer. Es Genau, und ist schau am Anfang sowieso hier genug geht dann die schnell. richtige Höhle los. Da musst du Schaufel, also musst du Rechtsklick auf deine Schaufel und Linksklick auf das Feld, vor dem ich stehe, muss mach mal. Also die Höhle ist welche? Die ist versteckt hier unter dem roten Blatt, Ah. deswegen musst du Rechtsklick auf die Schaufel und Linksklick vor dich. Jetzt Und so. jetzt ist dann doch offen und jetzt kannst du runter. Oder ich gehe mal zuerst, warte mal. So, ja, okay, kannst runterkommen. Und hier Hier ist kann ich dieses wieder Loch hoch. zum Hier Hoch. ist das so ein bisschen Genau. Schatten. Genau. Du darfst nur nicht hier lang gehen, weil da unten, wenn du da runter gehst, sind so Slimes, die töten dich sehr schnell. Und ja, aber ansonsten kannst du hier alles abgrasen eigentlich. Du solltest vielleicht auch nicht gleich die nächste Treppe runtergehen, aber hier ist erstmal ein großer Floor auf der Ja, ich Ebene. lebe jetzt zuerst mal oben und hier und sonst nicht. Ja, schau, der hat auch wieder ein Spear dabei. Okay, gut. Die machen ja nicht mal Schaden, obwohl du keine Rüstung anhast. Schau, der macht ja auch so keinen Schaden. Und ich treffe ihn auch nicht, aber wahrscheinlich Das wegen dem musst du dir auch Speer. merken. Ja, ich muss. Sobald zwei dich angreifen, gleichzeitig wird dein Schild durchbrochen. Davor blockt dein Schild 100% sozusagen. Ja. Also muss ich einfach weggehen von einem, dass ich nicht noch einen angreifen kann. Also hier ist noch ein Rope, das brauche ich nicht. You cannot use this object. Okay, dann. Ja, das war wahrscheinlich, weil ich den einen getötet habe. Ja. Also eben oben nicht. Hier kann man ein Da bisschen oben nicht durch. runter. Hier kannst du noch. Auf der Ebene kannst du jetzt ohne. Wenn du nirgends runter gehst, kannst du hier überall noch lang. Also hier. Da steht auch, das hier ist der das als Troll-Clan oder so. Ich Ja, der treffe greift mich einfach an. Das gerade passt schon, nicht. passt schon. Ja, aber eben. Ich treffe ihn nicht auch. Hast du keine Speere? Doch. Doch, jetzt habe ich wieder keine Sperre. Hast keine Speere mehr? Jetzt habe ich keinen Sperr mehr, also das ist jetzt mein letzter, den ich benutze. Okay, da. Ja, too heavy to carry. Ich muss eben so ein paar Sachen weglegen. Vielleicht mal die Nuss essen. Kann ich Kannst ja immer was noch essen, nicht genau. essen? Okay, dann legst du weg. So, komm. Yeah! Was immer noch zu schwer. Wahrscheinlich wegen den Heiltränken. Soll ich die Pfeile? Ja, die Pfeile lege ich dann zu Hause mit. Ich nehme mal zwei, jetzt kannst du es vielleicht nehmen. Ich habe jetzt zwei nochmal genommen. Ja, das Problem ist halt einfach das. Ja, jetzt, gut. Da musst du ein bisschen Level kriegen, dann hast du Ja. mehr. Naja. Dann kannst Aber du hier eben, lang, das du mache ich könntest. in aller Ruhe, das muss jetzt noch nicht so Ja, schnell ich zeig sein. dir jetzt nur, bis wohin du gehen kannst, sozusagen. Also hier kannst du auch überlang. Du kannst auch den Weg darunter gehen, der geht genauso. Kommt man beim selben raus.
Tierarzt-Truhen. Ich würde jetzt mal die hier, damit ich dir den Weg noch zeige. Ah, ich habe schon wieder kein Speer. Ah, der macht jetzt Schaden. Ah, eben, wenn man nicht gleich tanken geht in die Troll Champions, das ist alles gut. Ja, die machen da schon ein bisschen Schaden, aber du hast auch keine Rüstung an. Ja, eben. Und der Troll haut immer ab. Er Der will trollt nicht mich. sterben. Der trollt dich echt. Der stirbt einfach nicht. Ja, wenn ich nicht treffe. Jetzt. Ich wollte dir gerade schon helfen. Gott, oh Gott, wenn ich nicht treffe. Immer hin und her geht. Ja. Okay, ich laufe jetzt hier, ich clear die jetzt mal weg, damit ich dir nur zeige, wo es lang geht, ne? Also wo du. Fackeln hier kann man übrigens auch Also, ausmachen. na, Ui. töte sie ruhig. Dann kann man nicht. Nicht? Okay. Töte sie Ich ruhig. dachte, man konnte es mal. Da liegt auch immer ein Speer rum, der spawnt da auch immer. Aber ich will jetzt Der hat auch meine wieder ein. Dinge nicht. Oh. Aber schau, die haben auch immer Speere dabei und so. Hier links, da müssen wir jetzt nicht lang, da ist einfach nur eine Höhle von Käfern, da kannst du auch rein, die geben Ja, gut XP und haben Türe wenig sagt mir Leben. jetzt gerade, ich gehe nicht durch. Der hat Hier auch wieder ein sind Speer Betten. dabei, also du siehst hier, jeder Dritte oder so hat ein Speer dabei, das ist ganz praktisch für dich. Gut, ja. Und das Gold kannst du auch immer einsammeln, ist zwar immer nur wenig, also, aber Ja, summiert so sich kann schon, man gut also verdienen, ja. nach einer halben Stunde hat man. Und hier sollst du dann erstmal nicht mehr Ja. runter, weil da kommt dann so ein Minotaur-Archer noch und der zockt hier ziemlich viel. Aber ansonsten können wir hier überall langlaufen. Und hier rechts geht's jetzt wieder zurück. Schau, da gehen wir jetzt. Numpad macht im Chat auch zu anderen. Habe ich gerade gefragt, wieso ich so vielen Zwang gedrückt Was habe, man hier dass auch ich machen immer. kann, wenn hier Trolle herkommen, kannst du einfach die Kiste da hinstellen, die können da nicht durch, nur die Troll Champions können die bewegen und dann kannst du sie hier durch abschießen noch da. Warte mal, den da können wir blocken. Ciao. Ah, warte, jetzt ist es ein bisschen blöd. Geh mal hinter die Kiste hier, dann siehst du, dass er nicht hinterher kann. Kannst du ihn abschießen und er kann nicht hinterher, schieß ihn ab. Ja, schieß gerade nicht. Schau, der Hallo? kann da nicht durch. Schieß. Na gut. Okay, ja. Wenn er abhaut. Der rennt weg, ja, weil er wieder Ja, so wenig Leben klar. hat. Das muss auch realistisch sein, also bitte, das sind nicht alle Ja. Selbstmörder. Der Ja. stirbt wieder nicht. Gut. Und jetzt sind wir wieder am Anfang. Ja, genau, und hier kannst du jetzt wieder mit dem Seil hoch, Rechtsklick und auf das Feld, da geht's wieder hoch. Das musst du halt Ja, das sehe merken. ich jetzt gerade mit der Leiche nicht. Muss ich Ja. merken, ja. Und hier Also. sind wir jetzt wieder. Dann gehe ich am besten hier kurz raus, einfach damit die Trolle mich nicht angreifen. Ja, und ich gehe dann auch. So. Die Spinne ist. Die Schlange ist tot. Okay. Ja, Okay. so hier ungefähr. Ja, Ja, ein du bisschen solltest weiter. aber wahrscheinlich eh nochmal zum Depot gehen, weil du ja deine Rüstung brauchst, wenn du selber irgendwann jagst. Ich kann mal F3 einsetzen. F3. So. Ja. Sieht wieder, ist wieder falsch ange. Oder doch, ich habe nur Nee, es 15. hat schon geheilt, aber Ja, es ich heilt habe nur nicht viel. 15 geheilt, also. So. Vielleicht mache ich einen Druiden, dann kann ich dich heilen. Mal schauen. So, dann laufen wir zurück in die Stadt, oder? Ja, aber ohne Video, sonst geht das Video zu lang. Okay, na gut, Also, dann. bis zum nächsten Mal. Danke fürs Schauen. Tschüss. Bye. Ciao. Ja. Ciao.